Sehr geehrter Herr Dekan, lieber Bernhard, verehrte Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben an diesem wunderschönen und heißen Tag. Wenn Sie die erste Folie anschauen, meine Damen und Herren, steht da eben Antrittsvorlesung von Herrn Uniprof Alexander Schopper. Ich wollte da jetzt nicht die Spannung erhöhen und den Titel meiner Antrittsvorlesung nicht draufschreiben, sondern es hat sich herausgestellt in der Vorbereitung recht knapp, dass mein Titel nicht auf die Vorlage der Uni Innsbruck draufpasst. Ich brauche für meinen Titel, der ist so lang, eine eigene Folie. Ich kann Ihnen aber an dieser Stelle gleich versichern, ich bin bald ein Jahr hier und diese Unvereinbarkeit zwischen Innsbruck und mir beschränkt sich zumindest bis jetzt nur auf die Folie. Wer ein so langes Thema oder einen so langen Titel wählt für eine Antrittsvorlesung, gerät sofort in einen Rechtfertigungsnotstand. Er muss begründen, warum er sich so ein Thema aussucht. Die Gründe sind aus meiner Sicht vielfältig, die für dieses Thema sprechen. Zunächst einmal kann ich ein historisches Motiv, ein Jubiläum angeben. Der österreichische Corporate Governance Codex feiert im Jahr 2012 sein 10-jähriges Jubiläum. Der Corporate Governance Codex, ganz kurz, ist sogenanntes Soft Law. Sie haben bis jetzt sehr viel gehört über Gesetze. Man könnte das ganz modern jetzt sagen, das ist das Hard Law. Soft Law ist dadurch gekennzeichnet, dass Sie es nicht befolgen müssen. Sollten Sie es aber nicht befolgen, dann müssen Sie erklären, warum Sie sich nicht daran halten. Dieses Soft Law ist nun 10 Jahre alt und daher ein Jubiläum. Außerdem ist mein Thema ein Tribut an den Zeitgeist. Corporate Governance, wenn Sie die Zeitungen aufschlagen, ist derzeit in aller Munde, insbesondere seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Es geht hier um die Frage, wie kann man durch Einflüstern der Akteure, die ein Unternehmen führen, derartige Zusammenbrüche verhindern. Auch in den jüngst in Österreich bekannt gewordenen pathologischen Fällen unter dem Stichwort Immofinanz, Telekom Austria, Mind European Land stellt sich immer die Frage, na hätten wir nicht bessere Corporate Governance Regeln vielleicht haben sollen, um derartige Auswüchse allenfalls zu verhindern. Das zweite ist natürlich, das Thema ist auch rein rechtlich topaktuell, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen heute ein neues Gesetz präsentieren, das frischer gar nicht sein kann. Und zwar, ich werde heute im zentralen Teil meines Vortrags über eine neue Vorschrift sprechen, die am Sonntag in Kraft tritt. Das heißt, hier sind wir wirklich am Puls der Zeit. Aber genug der Motive, vielleicht gleich in medias res. Mein Vortrag gliedert sich in 4 Unterkapiteln. Grundlagen ist selbsterklärend. Zweitens verschwimmende Grenze zwischen dem bereits angesprochenen Gesetz und dem Soft Law und damit verbundene möglicherweise demokratiepolitische Probleme. Drittens, in meinem dritten Punkt möchte ich gerne Sie führen direkt an eine ausgewählte Baustelle. Und da habe ich mir die Baustelle, wie erwähnt, einer ganz neuen Bestimmung ausgewählt, nämlich den Paragraphen 87 Absatz 2a Aktiengesetz. Und als viertes wage ich einen Zukunftsausblick, nämlich die Corporate Governance für KMU und Familienunternehmen. Zu den Grundlagen. Corporate Governance ist zunächst einmal zu definieren. Was ist Corporate Governance? Die wohl klassische Definition, die ich herausgefunden habe, würde lauten, Corporate Governance beschreibt Regeln, die insbesondere betriebswirtschaftlich und optimale Unternehmensleitung und Kontrolle regeln wollen. Meine Institutskollegen, Herr Kollege Roth und Bücherle, haben das ganz ähnlich, vielleicht noch präziser im Jahr 2007 definiert. Und zwar, Corporate Governance, ich zitiere wörtlich, ist ein Ordnungsrahmen für die erfolgsorientierte Leitung und verantwortliche Überwachung eines Unternehmens. Diese Regeln sollen effizient und verlässlich den Interessen der Anleger am Kapitalmarkt dienen. Sie sehen also hier, das Ziel der Corporate Governance ist es, durch Regelungen eine betriebswirtschaftlich optimale Unternehmensleitung zu erwirken. Da fragt sich natürlich sofort, wir haben jetzt 10 Jahre solche Regeln, kann das empirisch belegt werden? Mein zweiter Punkt auf dieser Folie nimmt das Ergebnis vorweg. Die empirische Analyse, die Regeln, die wir hier haben, ist
eher dürftig. Es kann bis dato nicht nachgewiesen werden, dass derjenige, der sich brav an alle Corporate Governance-Regeln hält, wirklich betriebswirtschaftlich besser dasteht als derjenige, der diese Regeln missachtet. Daran knüpft sich natürlich jetzt eine fundamentale Frage, die nicht nur Corporate Governance betrifft, sondern vielleicht auch andere Rechtsgebiete. Sollte man von einer Regel Abstand nehmen, sollte man sie verwerfen, wenn man nach einem gewissen Zeitraum ihren Nutzen oder das Kosten-Nutzen, die Relation nicht beweisen kann? Und da ist meine Antwort, nein. Meines Erachtens reicht es, wenn wir eine, möchte ich so sagen, vernünftige Vermutung dafür haben, dass eine Regel das erzielen kann, was sie bezweckt. Aber nur anzumerken ist, amerikanische Kollegen kommen hier zum gegenteiligen Ergebnis. Es werden in Amerika bereits Stimmen laut, die sagen, verwerfen wir die gesamte Corporate Governance dort, wo sie Organisationsregeln schafft, und gehen wir hin zu einer entschlackten Corporate Governance, die rein auf Transparenz und Information beruht. So weit würde ich nicht gehen. Auch die EU und die Einzelstaaten gehen nicht so weit. Das Gegenteil ist der Fall. Im Bereich der Corporate Governance herrscht weiterhin ein ungebrochener Regulierungseifer, und zwar sowohl der EU als auch in Österreich. Es gibt ständig neue Regeln, es gibt für den Unternehmensrechtler in diesem Gebiet ständig etwas zu tun. Noch etwas weiter ist natürlich ein neues Thema, das, ich würde sagen, seit etwa 3 bis 4 Jahren im Bereich der Corporate Governance verstärkt geistert. Und zwar ist das der Satz, die soziale Verantwortung von Unternehmen gegenüber der Gesellschaft ist ebenfalls ein Leitgedanke der Corporate Governance. Hier muss man streng unterscheiden. Es geht hier nicht mehr um die Erzielung des betriebswirtschaftlichen Erfolgs, sondern jetzt geht es um die soziale Verantwortung des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft. Und damit wird natürlich eine völlig neue Dimension in diesem Rechtsgebiet oder in diesem Problemkreis eröffnet. Auf europäischer Ebene kann man das Kind bereits beim Namen nennen. Es gibt bereits ein Grünbuch seit 2011 zur Corporate Governance. Grünbuch, wie die Ampel, zeigt immer, hier wird losgelegt, hier kommen neue Regeln. Und da fragt die Kommission, ob beispielsweise europaweit bei den großen börsennotierten Aktiengesellschaften, aber eventuell auch bei privaten Gesellschaften in den Aufsichtsräten und Leitungsorganen eine Frauenquote verpflichtend eingeführt werden sollte, um hier einem gesellschaftlichen Prinzip der sozialen Verantwortung Genüge zu tun. Auch der österreichische Corporate Governance Codex nimmt diese neue Definition oder diese neue Dimension bereits auf, nämlich seit 2012, und da zitiere ich jetzt wörtlich, seit 2012 findet sich an prominenter Stelle, nämlich in der Präambel, folgender Satz. Unternehmen tragen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Es wird daher empfohlen, entsprechende geeignete Maßnahmen und Initiativen etwa zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie umzusetzen. Im weiteren Verlauf des Vortrags werde ich Ihnen zeigen, dass auch schon der Gesetzgeber im Aktiengesetz sich dieser neuen Dimension angenommen hat. Derartige Entwicklungen führen natürlich auch zu Gegenentwicklungen und zur Diskussion. Ich darf darauf hinweisen, dass in Deutschland erst in den letzten Monaten aufgrund dieser neuen Initiative von Diversität, von Social Corporate Responsibility, also von den sozialen Aufgaben der Corporate Governance, eine heiße Diskussion entbrannt ist, und jetzt schaue ich zu meinen europarechtlichen Kollegen, ob denn die EU überhaupt kompetent dafür ist, eine derartige Regel verpflichtend für alle Mitgliedstaaten, für alle börsennotierten Aktiengesellschaften einzuführen. Ohne hier ins Detail gehen zu wollen, läuft es darauf hinaus, dass eine derartige Regel, und da sehen Sie die wunderschöne Unterscheidung zwischen der klassischen Corporate Governance und dieser neuen Dimension, eine derartige Regel wäre mit dem klassischen gesellschaftsrechtlichen Kompetenztatbestand, Artikel 50, nicht mehr erklärbar, von diesem nicht mehr gedeckt. Man müsste wohl auf allgemeinere Kompetenztatbestände zurückgreifen, und das wird hier vor allem in Anschlag gebracht, das würde allenfalls dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip widersprechen. Das ist eine Regel, und dem würde ich nicht widersprechen, die den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen bleiben sollte, nämlich beispielsweise die Frauenquote in Aufsichtsräten von privaten Gesellschaften.
Was im Corporate Governance-Bereich ganz besonders charakteristisch ist, ist, dass Sie hier aufgrund dieser weiten Definition Regelungen an ganz unterschiedlichen Orten finden. Sie finden Regelungen, wie bereits erwähnt, auf EU-Ebene. Sie finden aber auch in Österreich in ganz unterschiedlichen Gesetzen Corporate Governance-Bestimmungen. Die Heimat der gesetzlichen Corporate Governance in Österreich ist selbstverständlich das Aktiengesetz. Aber, und das ist ebenfalls eine neue Entwicklung, Corporate Governance-Regelungen, gerade nach der Wirtschaftskrise, finden Sie auch sektorspezifisch, wie zum Beispiel im Bankwesengesetz, im Versicherungsaufsichtsgesetz, im WAG, also im Wertpapieraufsichtsgesetz. Und daneben natürlich gibt es Regeln, die die gute Unternehmensführung und die Aufsicht darüber betreffen, auch im GmbH-Gesetz. Daneben gibt es noch den österreichischen Corporate Governance Codex, den ich bereits erwähnt habe, was insgesamt zu einem Regulierungswettbewerb zwischen den unterschiedlichen Regelgebern führt. Jeder möchte dem Unternehmer einflüstern, was denn zu tun sei, um die gute Unternehmensführung zu erreichen. Die EU, der österreichische Gesetzgeber und auch der Arbeitskreis für Corporate Governance mit seinem Kodex. Das führt, und das ist auch eine erste These, zu einem Regulierungswettbewerb. Wer hat mehr Ideen, wer schafft mehr Regeln und wer hat die besseren Ideen? Oftmals, ich gebe Ihnen ein Beispiel, schreibt beispielsweise der österreichische Aktienrechtsgesetzgeber vom österreichischen Corporate Governance Kodex ab. Das führt zu Doppelungen und zu einer insgesamten Unübersichtlichkeit und einer Überregulierung. Eine ganz aktuelle Frage, die die Kommission auch in dem aktuellen Papier stellt, ist: Brauchen wir europaweit einen einheitlichen Corporate Governance Codex, der beispielsweise für alle Aktiengesellschaften innerhalb der Union gelten würde? Meines Erachtens ist das nicht notwendig, und das ist auch die herrschende Lehre, die herrschende Meinung bisher, vor allem in Deutschland und auch in Österreich, und zwar deswegen, weil das aus zwei Gründen im Wesentlichen, weil die unterschiedlichen Aktienrechte in den Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgestaltet sind. Ohne zu technisch zu werden, ist der wesentliche Unterschied, der hier ins Gewicht fällt, dass man unterscheiden müsste zwischen dem monistischen System, wo Aufsichtsrat und das Leitungsorgan in einem Organ zusammensitzen, und dem dualistischen System, wie wir es in Österreich kennen, wo der Vorstand und der Aufsichtsrat getrennt sind. Eine derartige europaweite Corporate Governance Regel müsste diese Differenzierung in jeder einzelnen Regel aufnehmen, was sie von vornherein sehr kompliziert machen würde. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die flächendeckend vorhandenen einzelstaatlichen Corporate Governance Codices ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Während wir in Österreich über weite Strecken zwingendes Recht wiedergeben, ist beispielsweise in der Schweiz oder auch vor allem in Großbritannien die Aufgabe des Corporate Governance Codex wirklich beschränkt auf Comply or Explain Regeln oder auf bloße Empfehlungen. Das heißt, es gibt eine unterschiedliche Kultur, und die Rechtsvereinheitlichung in diesem Bereich hat keinen Mehrwert, und da sie keinen Selbstzweck hat, sollte sie meines Erachtens unterbleiben. Mein zweites Kapitel wäre die verschwimmende Grenze zwischen dem Gesetz und dem Soft Law. Dazu lohnt es sich einmal ein paar Schritte zurückzugehen und den österreichischen Corporate Governance Codex, also sozusagen das Heimatland der Corporate Governance Regeln für börsennotierte Aktiengesellschaften in Österreich, aus der Entfernung zu betrachten. Und in meiner Entfernungsbetrachtung habe ich zwei Aspekte hier unterschiedlich gegliedert, nämlich: Worauf beziehen sich diese unterschiedlichen Inhalte, diese Vorschriften? Und inhaltlich sehen Sie hier die Aufgliederung, dass sich die meisten Vorschriften an den Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften richten, dicht gefolgt von Transparenz und Prüfung, aber insgesamt ist der Aufsichtsrat, und das ist bereits eine Diagnose, die man sicher nach 10 Jahren Corporate Governance Codex in Österreich stellen kann, der Aufsichtsrat ist die Zielscheibe der Regulierungsbestrebungen im Corporate Governance Bereich. Der Aufsichtsrat ist übrigens nicht ganz zufällig auch der Gegenstand der Regelung, die ich Ihnen in weiterer Folge präsentieren möchte. Hier ist die Frage ganz im Sinne des Themas: Wie viel Regelung verträgt der Aufsichtsrat als Adressat von Regelungen im Bereich der Corporate Governance noch? Meines Erachtens ist hier bereits eine Überregulierung eingetreten. Die Corporate Governance Entwicklung in Zukunft täte gut daran, so meine These, sich vom Aufsichtsrat
wegzuwenden und neue Regelungsfelder zu entdecken, wo man allenfalls das bezweckte Ziel, die optimale, die betriebswirtschaftlich optimale Unternehmensführung besser erreichen könnte. Nur ein paar Beispiele. Regelungsbedürftig, glaube ich, ist in Zukunft auch der Aktionär, die Hauptversammlung, die Ausübung der Aktionärsrechte. Regelungsbedürftig, glaube ich, wäre auch, Stichwort Finanz- und Wirtschaftskrise, ein internes Kontrollsystem. Ein internes Kontrollsystem und Vorschriften, die sich insbesondere an den Vorstand richten, um hier ein entsprechendes Risikosystem und Risikomanagement einzuführen. Das nur zwei Beispiele von vielen weiteren. Der zweite Punkt auf dieser Folie bezieht einen weiteren Aspekt von Corporate Governance ein, und zwar die Regelungstechnik. Wenn Sie dem Unternehmer einflüstern wollen, wie er sich zu verhalten hat, um gute Ergebnisse zu erreichen, dann könnte man sagen, Sie können mit Ihrer Stimme unterschiedliche Tonlagen anschlagen. Sie können schreien, das wäre ein zwingendes Gesetz, ganz am Ende der Skala, womöglich mit einer Strafrechtssanktion. Ja, etwas leiser sprechen Sie, wenn Sie ihm eine Regel vorschreiben, die nur schadenersatzrechtlich sanktioniert wird. Und zuletzt, das wäre die leise, die flüsternde Stimme, das wäre die sogenannte Comply or Explain-Regel oder die Recommendation, die Empfehlung in einem solchen Corporate Governance Codex. Und das sind die überwiegenden, ja die klassischen Regeln, die eigentlich in einem Corporate Governance Codex stehen sollen. Und sehr interessant, und das ist eine Diagnose, die man auch stellen kann, der österreichische Corporate Governance Codex gibt über weite Strecken zwingendes Aktienrecht wieder, mit anderen Worten. Ja. Das führt natürlich zur Frage, welche Funktion oder welchen Sinn macht es, in einem Corporate Governance Codex zwingendes Aktienrecht mit anderen Worten wiederzugeben. Da ist die Antwort darauf, das soll als Information dienen für ausländische Großinvestoren, für institutionelle Anleger, die sich nach Lektüre des österreichischen Corporate Governance Codex nicht nur über das Soft Law, also über die Empfehlungen, sondern auch über bestimmte Vorschriften des zwingenden Aktienrechts informieren wollen. Diese Begründung ist meines Erachtens etwas zu kurz gegriffen, weil es ein Spezifikum ist des österreichischen Corporate Governance Codex, dass er einen Anhang 3 hat, in dem er über, ich glaube, 20 Seiten sowieso die allgemeinen Prinzipien des österreichischen Aktiengesetzes wiedergibt. Daher sollte meines Erachtens überlegt werden, überhaupt die Wiedergabe von zwingenden Vorschriften im österreichischen Aktiengesetz im Kodex zu streichen. Er wäre damit lesbarer, kürzer und einfacher. Bereits vorher habe ich Ihnen gesagt, dass die Regeln im Kodex wären häufig, wenn sie sich bewähren oder wenn der Gesetzgeber davon ausgeht, dass sie sich bewähren, von diesem abgeschrieben und dann ins Aktiengesetz übernommen. Ich werde Ihnen, wie versprochen, bereits auf der nächsten Folie ein Beispiel dafür bringen. Der Beweis dafür, dass der österreichische Corporate Governance Codex mit seinem Soft Law eng verflochten ist mit dem, was wir eigentlich zwingendes Recht nennen, ist auch der Paragraph 243b UGB. Dieser verpflichtet nämlich börsennotierte Aktiengesellschaften dazu, eine Corporate Governance Erklärung, einen Corporate Governance Bericht öffentlich bekannt zu geben. Und darin müssen Sie erklären, welche Vorschriften des Corporate Governance Codex Sie einhalten, und wenn Sie sich nicht daran halten, dann müssen Sie dies begründen. Die EU-Kommission will hier noch einen weiteren Schritt gehen. Sie sagt, in solchen öffentlich verpflichtenden Erklärungen muss man in Zukunft nicht nur eine Begründung für die Abweichung, sondern auch den als Alternative gewählten Weg angeben. Das heißt, 243b UGB ist ein Beispiel dafür, dass das zwingende Gesetz verweist auf Soft Law, es quasi inkorporiert. Spannend wird die Sache natürlich, wenn wir uns hier die Rechtsfolgen anschauen. Ein Verstoß gegen 243b, beispielsweise bewusst falsche Angaben, aber auch unvollständige oder irreführende Angaben, kann im Extremfall sogar strafrechtliche Konsequenzen haben über 255 Aktiengesetz. Das heißt, dieses vermeintliche Soft Law ist nicht nur Soft Law, sondern zumindest indirekt über Verweise im zwingenden Recht sehr wohl mit Rechtsfolgen versehen.
Das führt natürlich zur Frage, aber da schaue ich in die öffentlich-rechtliche Richtung meiner Kollegen, dass der Arbeitskreis für Corporate Governance-Fragen gar nicht demokratisch legitimiert ist. Es ist kein gewähltes Gesetzgebungsorgan. Je stärker zwingende Rechtsfolgen mit Softlaw verbunden werden, desto eher, glaube ich, wird sich in Zukunft im öffentlichen Recht die Frage nach der demokratischen Legitimation stellen. Schließlich, last but not least, wenn Sie sich als börsennotierte Aktiengesellschaft im Inland nicht an den Corporate Governance Codex richten, dann haben Sie bei der österreichischen Börse Probleme. Diese verlangt nämlich, wenn Sie zumindest im Prime Market notieren wollen, eine entsprechende Erklärung von Ihnen. Das heißt, Sie haben auch einen massiven Druck hier vom Markt, sich an dieses sogenannte Soft Law zu halten. Die These zu dieser Folie von mir ist, dass man in Zukunft bei der künftigen Entwicklung von Corporate Governance besonders darauf achten sollte, die Trennung zwischen zwingendem Gesetzesrecht und Soft Law auch einzuhalten. Verschwimmt diese, geraten wir meines Erachtens in Probleme, nämlich einerseits, man nimmt dem Soft Law seine eigentliche Kernfunktion und andererseits sind damit meines Erachtens auch früher oder später demokratiepolitische, rechtsstaatliche Probleme verbunden. Wie erwähnt, möchte ich als vorletztes Kapitel kurz Sie direkt an eine Baustelle, direkt zum Presslufthammer führen, mit einem bestimmten Regelungsbeispiel. Und dieses Regelungsbeispiel, das ich hier ausgewählt habe, ist der neu geschaffene, übrigens im zweiten Stabilitätsgesetz geschaffene, Paragraph 87 Absatz 2a Aktiengesetz. Dieser hat in seinem ersten Satz zunächst einmal eine Regel, in dem der Gesetzgeber der Hauptversammlung, also den Aktionären, einsagt, vorschreibt, was sie bei der Bestellung, bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern zu beachten haben. Wörtlich, bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlung auf die fachliche und persönliche Qualifikation der Mitglieder sowie auf eine im Hinblick auf die Struktur und das Geschäftsfeld der Gesellschaft fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu achten. In die gleiche Kerbe, das möchte ich vorwegnehmen, schlägt der Satz 2 dieser neuen Bestimmung, die am Sonntag in Kraft treten wird. Weiters sind die Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Vertretung beider Geschlechter und die Altersstruktur sowie bei börsennotierten Gesellschaften auch im Hinblick auf Internationalität angemessen zu berücksichtigen. Das heißt, der Gesetzgeber stellt hier mal, und daran ist sicher nichts zu beanstanden, Kriterien für die Hauptversammlung auf, die diese bei der Auswahl ihrer Aufsichtsratsmitglieder zu beachten hat. Die erste Frage, die wir uns hier stellen, diese Regelung wurde, wie bereits gesagt, direkt wörtlich übernommen aus dem Corporate Governance Codex in das Aktiengesetz. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten bei dieser neuen Regel ist, wer ist eigentlich Adressat dieser Pflicht? Nach dem Wortlaut scheint es die Hauptversammlung zu sein. Die Hauptversammlung ist Organ der Aktiengesellschaft und kann als solches kein Adressat einer Pflicht sein. Es kann also entweder nur die Aktiengesellschaft selbst sein oder alle Aktionäre, die sich hier bei dieser Wahl der Aufsichtsratsmitglieder an die Kriterien halten müssen. Es werden, so meine Meinung, wohl die Aktionäre der Adressat der Pflicht sein. Hinter der Regel steht offenbar die Ansicht des Gesetzgebers, dass bei einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, wenn drei Mandate zu vergeben sind, sich 10 Bewerber vor die Hauptversammlung stellen und dann um diese Aufsichtsratsmandate buhlen. Das ist faktisch, zumindest nach meiner Erfahrung, nicht der Fall, aber auch rechtlich dürfte diese Vorstellung des Gesetzgebers nicht zutreffen, zumindest in der börsennotierten Aktiengesellschaft. Dort sind nämlich die Kandidaten für den Aufsichtsrat 5 Tage vor der Hauptversammlung bereits im Internet auf der Webseite der Gesellschaft zu veröffentlichen. Das heißt, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich an dem oder nach dem, was 5 Tage zuvor bereits im Internet veröffentlicht wurde. Die Aktionäre selbst haben hier nur äußerst eingeschränkte Möglichkeiten. Sollte ein neuer Kandidat wirklich nominiert werden, dann wäre dafür wohl eine neue Hauptversammlung erforderlich, weil sie müssten dann entsprechend wieder Veröffentlichungsvorschriften einhalten. Besonders problematisch, und das ist der letzte Punkt zu dieser Vorschrift, ist die Frage nach den Rechtsfolgen. Ich habe bereits betont, in Wahrheit kommt diese Vorschrift aus dem Soft Law. Es ist eine Vorschrift, die im Kodex war, die nicht verbindlich war. Dort
gehört sie meines Erachtens auch hin. Und zwar deswegen, wenn man sich fragt, was passiert, wenn sich die Hauptversammlung partout überhaupt nicht an diese Kriterien richtet. Etwas unbestimmt, aber trotzdem, wenn sich die Hauptversammlung partout einen fachlich oder nur fachlich völlig ungeeigneten Kandidaten aussucht. Oder, etwas eher praxisrelevant, wenn die Hauptversammlung sich zum Beispiel dazu entscheidet, nur Männer, noch, wenn Sie sich die Vorschrift anschauen, nur Männer fortgeschrittenen Alters in den Aufsichtsrat zu wählen, obwohl doch geeignete junge Damen zur Verfügung stehen. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, wenn man eklatant gegen diese nunmehr gesetzliche Vorschrift verstößt. Entweder ein solcher HV-Beschluss ist nichtig. Diskussion, ein solcher HV-Beschluss könnte nichtig sein, wenn die Berufung von Frauen in den Aufsichtsrat zum sogenannten öffentlichen Interesse, darauf bezieht sich das Aktiengesetz, an anderer Stelle bei nichtigen Beschlüssen zählt. Meines Erachtens wäre das doch eine sehr exotische Ansicht, könnte aber dazu führen, dass man hier sagt, Nichtigkeit des Beschlusses, ich würde dem nicht folgen. Zweite Frage ist, kann ein Aktionär, der sich hier überstimmt fühlt, anfechten den Beschluss und sagen, die haben sich überhaupt nicht an diese neuen Ermessenskriterien gehalten. Meines Erachtens ist auch die Anfechtbarkeit aus einem technischen Grund, weil in einer anderen Bestimmung des Aktiengesetzes dieser neue 2a bei den Anfechtungsgründen explizit nicht erwähnt wurde. Die Anfechtbarkeit ist meines Erachtens im Ergebnis auch nicht gegeben. Ich komme daher zu folgendem Ergebnis und das ist doch meines Erachtens etwas Wichtiges. Diese Regel hat der Gesetzgeber zwar als verpflichtende Norm in das Aktiengesetz übernommen, unklar ist aber, ob damit, nämlich selbst bei eklatantem Verstoß, überhaupt eine Rechtsfolge verbunden ist. Frage, wie viele Regeln verträgt die gute Unternehmensführung? Eine Aufgabe für die Zukunft wäre meines Erachtens, wenn man noch dazu in den Materialien schreibt, ich übernehme eine Vorschrift, um sie verpflichtend zu gestalten und so eine Vorschrift ins Aktiengesetz übernimmt, dann sollte man sich auch Klarheit nicht nur über den Tatbestand verschaffen, sondern auch über die damit verbundenen Rechtsfolgen. Und das ist, glaube ich, bei dieser Vorschrift offensichtlich nicht passiert. Ein ganz kurzer Ausblick über die Zukunft von Corporate Governance, nämlich die Zukunft von Corporate Governance auch in kleineren Unternehmen. Das, was ich bisher referiert habe, bezog sich primär auf die großen börsennotierten Aktiengesellschaften, wobei dieser neue § 87 Absatz 2a übrigens auch für private Aktiengesellschaften, also nicht börsennotierte Aktiengesellschaften gilt. Aber wie steht es jetzt um kleine GmbHs, wie steht es um die KG, wie steht es um die OG und den Einzelunternehmen? Grundsätzlich ist einmal festzuhalten, dass es natürlich im Gesetz je nach gewählter Rechtsform auch für kleinere Unternehmen Corporate Governance Regeln im Gesetz gibt. Es gibt auch in der GmbH Vorschriften über die Geschäftsführung und über den Aufsichtsrat und es gibt selbstverständlich im UGB Vorschriften über die Rechnungslegung. All das gehört zu diesem weit verstandenen Corporate Governance Verständnis. Auch der Corporate Governance Codex, der in seinem Visier primär börsennotierte Aktiengesellschaften hat, hat eine recht weite Empfehlung in seiner Präambel. Er sagt, primär richte ich mich nur an österreichische börsennotierte Aktiengesellschaften. Aber, so der Kodex weiter, es wird empfohlen, dass sich auch nicht börsennotierte Aktiengesellschaften an den Regeln des Kodex orientieren, soweit diese Regeln auf derartige Gesellschaften anwendbar sind. Also, um jetzt hier nicht auf die Formulierung herumzureiten, gemeint ist wohl, wenn die Regeln im Kodex inhaltlich passen, auch für eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft, dann soll sich diese wohl daran halten. Anwendbarkeit im technischen Sinn ist damit nicht gemeint. Derzeit gibt es keinen Corporate Governance Kodex für Familienunternehmen. Ja, sogenannter, wie es jetzt heißt auf europäischer Ebene, Family Business Codex, der Soft Law für die richtige Unternehmensführung auch Familienunternehmen ins Ohr einflüstern würde. Derartiges fehlt. Wie ist hier der Zukunftsausblick? Brauchen wir einen solchen Corporate Governance Codex, ein solches Soft Law auch für KMUs? Der internationale Trend, so darf ich sagen, lässt Schlimmes befürchten. Die Kommission geht stark in die Richtung, einerseits Corporate Governance aufzusplitten in unterschiedliche Sektoren. Das ist natürlich nichts Problematisches, das kennen wir auch in Österreich, bereits erwähnt wurden Corporate Governance Regeln für Banken, für Versicherungen. Das geht weiter, die sektorspezifische Aufsplittung und dem ist noch nicht ein Ende gesetzt.
Die Kommission geht aber noch einen weiteren Schritt. Sie sagt in ihrem Grünbuch, und wenn man zwischen den Zeilen liest, dürfte das der Wille auch der Kommission sein, dass zunehmend überprüft werden muss, ob die Vorschriften in den Corporate Governance Codices eigentlich wirklich nur auf börsennotierte Aktiengesellschaften anwendbar sind oder ob das nicht auch sachgerecht wäre, auf kleinere, auf private Gesellschaften anzuwenden. Das hängt direkt zusammen, meines Erachtens auch mit der Erweiterung des Verständnisses von Corporate Governance. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Corporate Governance ist auch Social Responsibility, ist auch die soziale Verantwortung der Gesellschaft gegenüber der Öffentlichkeit, beispielsweise Diversitätsregeln, Frauenquote, stelle ich in den Raum, warum ist die Frauenquote im Aufsichtsrat einer börsennotierten Aktiengesellschaft anders zu behandeln als beispielsweise in einer nicht börsennotierten Aktiengesellschaft und beispielsweise in einem Verein, in einer Sparkasse oder in einer GmbH. Das Regelungsproblem der Frauenbeteiligung ist meines Erachtens in allen genannten Rechtsformen gleich. Das heißt, die Tendenz geht auf internationaler, insbesondere auf unionsrechtlicher Ebene, sehr wohl weg von der börsennotierten Aktiengesellschaft hin zu privaten Gesellschaften und daher müssen auch KMUs hier in Zukunft mit neuen Regeln rechnen. Konkrete Frage zuletzt zu beantworten, brauchen wir in Österreich einen nationalen Corporate Governance Codex mit Soft Law, mit einflüsternden Regelungen für Familienunternehmen, für KMUs? Meines Erachtens ist hier die Frage zu beneinen und zwar aus folgenden Gründen. Erstens sind KMUs dadurch gekennzeichnet, dass sie besonders heterogen sind. Ein KMU kann, also ein kleines oder mittelgroßes Unternehmen, kann in ganz unterschiedlichen Rechtsformen betrieben werden. Ja, beginnend mit dem Einzelunternehmen, über die GmbH, über Personengesellschaften. Ein solcher Corporate Governance Codex für Familienunternehmen müsste mal das alles in sich aufnehmen. Zweitens, und da komme ich wieder zum Beginn dieser Antrittsvorlesung, bei Familienunternehmen müssten wir rein faktisch eins bedenken, dass neben den betriebswirtschaftlichen Interessen, wie beispielsweise in der börsennotierten Aktiengesellschaft, völlig neue und andere Interessen dazukommen, nämlich Familieninteressen. Familieninteressen, die auch in unterschiedlichen Gesellschaften ganz unterschiedlich ausgestaltet sein könnte. Und dieser urprivate Bereich von Familieninteressen in Familienunternehmen ist meines Erachtens nicht nur heterogen und schwer unter einen Family Business Corporate Governance Codex zu bringen, sondern es besteht meines Erachtens rein rechtspolitisch, und das ist die letzte These, auch kein Bedarf für ein derartiges Soft Law für Familienunternehmen und KMUs. Daher darf ich mit folgendem Ausblick schließen, meine Damen und Herren. Corporate Governance Codex, Corporate Governance im Gesetz, Corporate Governance in der Zukunft ist ein Arbeitsfeld, das noch in Zukunft sehr viel Aufgaben für uns Unternehmensrechtswissenschaftler beinhaltet. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich jetzt bald ein Jahr hier in Innsbruck sein darf und ich bin auch wirklich sehr froh, dass ich hier in Innsbruck mich diesen Fragen und auch anderen weiter widmen darf und freue mich, dass Sie so lange ausgehalten haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und noch einen schönen Tag.